Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei uns aus dem Trading Floor in Frankfurt. Ja, welch spektakulärer Handelsstart in dieser Woche. Viel Volatilität, einige Turbulenzen kurzfristiger Natur. Wir haben das gestern mitbekommen, ja, seitens der Übernahme, wenn man so möchte, von der UBS mit Credit Suisse. Hier gab es dann entsprechend kräftige Bewegungen in den internationalen Finanzmärkten. Der DAX gestern alleine knapp bei 14.500 Punkte. Heute wieder kratzen wir schon an der 15.200er Marke Punkte. Also die Volatilität ist recht hoch, die Unsicherheit weiterhin im Markt. Ja, und die Nervosität und das Thema der Ansteckungsgefahr, wo viele Marktteilnehmer tatsächlich wieder düstere Erinnerungen hervorrufen, was die Finanzkrise 2008 betrifft. Ob das irgendwie gleichermaßen hier gleichzusetzen ist oder ob man sagt, nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das wird sich dann natürlich erst über einen längeren Zeitraum zeigen. Wir wollen natürlich alle hoffen, dass uns das Ereignis von 2008 nicht mehr trifft oder auch begleitet, sondern dass das irgendwo auch hier so einen kurzfristigen Effekt hat und die Märkte sich hoffentlich relativ schnell wieder davon erholen bzw. auch stabilisieren. Ja, was gibt es heute zu berichten? Zum einen wollen wir wie gewohnt unseren DAX Daily Business besprechen. Wie sieht es hier charttechnisch aus? Dann kleines Update von unserem Trader hier, Kian, der euch ja letzte Woche soweit die Goldman Sachs vorgestellt hat. Nach wie vor ein sehr, sehr interessanter Trade. Wir haben den noch nicht umgesetzt, sondern wollen entsprechend hier heute Mittag nochmal etwas genauer hinschauen, ob sich der Trade nach wie vor lohnt. Und last but not least, heute unser Team-Trade des Tages. Da geht es nach wie vor um die Alphabet, die wir schon in diesem Monat recht erfolgreich gehandelt haben und entsprechend wieder gute Einstiegsmöglichkeiten sehen, hier die Alphabet wieder neu aufzunehmen. Deswegen lasst uns direkt mal einen Blick auf den Monitor werfen. DAX Daily Business, das ist bei uns hier tatsächlich täglich Brot, wo wir sehr oft den DAX handeln. Auch hier hat man die Möglichkeit, uns natürlich börsentäglich unter heavytraders.live über die Schultern zuzuschauen. Es wurde heute Morgen schon auch hier verstärkt Trades soweit umgesetzt. Da gab es tatsächlich auch eine Analyse, dass wir tendenziell wahrscheinlich eher Richtung Nordseite laufen bei einem guten Run, dass die Kursziele da Richtung 15.200 Punkte soweit angesteuert werden. Und in der Tat, wir bewegen uns tatsächlich exakt hier knapp bei 15.180, 15.200 Punkte. Da wird sich das kurzfristig entscheiden, ob wir tatsächlich nachhaltig darüber hinausgehen oder ob wir möglicherweise wieder abprallen, um die Bewegungstiefs Richtung 14.500 Punkte soweit anvisieren. Ein ganz großes Event, was wir natürlich in dieser Woche haben, ist morgen die Notenbank-Sitzung, die hier dann auch wie gewohnt zu später Stunde bei uns beginnen wird. Da wird man natürlich genauer hinschauen. Die Herausforderungen sind sehr groß. Zum einen möchte man die Inflation unter Kontrolle bekommen. Man möchte zusätzlich den Arbeitsmarkt irgendwo schwächen, um die Inflation da einfach besser einzudämmen. Und auf der anderen Seite, ja, die Banken, zu hohe Zinsen, auch nicht sehr gut. Da sieht man tatsächlich, dass da auch zumindest mal der erste Stein so weit ins Kippen gekommen ist. Sei es auch hier die Silicon Valley Bank oder auch jetzt die Credit Suisse. Von daher bin ich da selbst recht gespannt, wie sich Jerome Powell hier äußern wird, was das Zinsgeschehen betrifft. Erwartet wird letztendlich aufgrund der aktuellen Situation eher so ein Zinsschritt von 0,25. 50 Basispunkte wären schon tatsächlich eine erhebliche Bewunderung, die man hier tatsächlich dann in die Wege einleitet. Ob das dann eher wieder zu enormen Risiko führt oder ob das tatsächlich notwendig ist, dazu wird man natürlich entsprechend morgen erst mehr erfahren. Also der DAX selbst, wir bleiben optimistisch. 15.200, sollten wir das heute auf Schlusskursbasis rausnehmen, dann muss man einfach ganz klar sagen, wäre aus charttechnischer Verfassung erneut wieder die oberen Ziele, und da muss man ganz vorsichtig sein, 15.450 und dann auch wieder der Test möglicherweise der Rekordhöchststände. Es gibt natürlich auch weitere Varianten, dass wir einfach seitwärts laufen, ohne dass wir den Trend nach oben ausdehnen. Der DAX insgesamt in der Spitze in diesem Jahr schon bereits fast 15% gestiegen. Enorme Glanzleistung gemessen gegenüber seinem großen Bruder, was den Dow Jones betrifft, der hier noch vor wenigen Tagen tatsächlich das Dezember-Tief oder die Dezember-Tiefs wieder getestet hat und der DAX zwischenzeitlich sogar tatsächlich ein 12- oder 13-Monats-Hoch soweit hier vorgelegt hat. Also, wir bleiben optimistisch, wir bleiben bullisch, aber Restrisiken haben wir nach wie vor im Markt. Von daher werden wir uns dann nochmal um 14.15 Uhr unter heavytraders.live
in unserem hauseigenen Börsen-Livestream. Und dazu laden wir euch wie gewohnt alle recht herzlich ein. Warum? Weil wir da zum einen mehr Zeit haben und bis dahin auch mehr Marktkontext haben, auch auf den DAX nochmal einzugehen. Und auch da planen wir auch immer wieder den einen oder anderen Trade. Und dazu dann viel mehr heute Mittag um 14.15 Uhr. Kleines Update, Goldman Sachs, Kian hat den Trade soweit vorgestellt. Ja, man muss sich tatsächlich einfach diesen Chart anschauen. Klar, gilt natürlich ein Motto, wo man sagt, wenn eine Aktie schwach ist, dann sollte man das vermeiden und nicht in das fallende Messer greifen. Aber wir sind hier keine Buy-and-Hold-Strategen, sondern sind tatsächlich Trader, kurzfristig orientiert. Das Chance- und Risikoverhältnis gemessen von $300 auf der Unterseite und diesem Lauf möglicherweise, wenn der Dow Jones sich auch kräftiger erholen sollte oder die Bankenwerte insgesamt nochmal anziehen sollten und dadurch den Dow Jones nochmal nach oben anziehen können, wäre tatsächlich so ein Ziel mittelfristig in unserer Sprache, da reden wir auf Sicht der nächsten Wochen, sondern nicht auf 6, 9 oder 12 Monate, sondern eher so ein bisschen über einen etwas längeren Zeitraum, könnten wir uns tatsächlich nochmal die Marke um knapp $340 vorstellen. Von daher, Goldman Sachs bleibt auf der Watchlist, da werden wir heute auch nochmal um 14.15 Uhr näher darauf eingehen. Kian, unser Trader, der diesen Team-Trade vorgestellt hat, wird nochmal die Analyse vornehmen. Und es ist nicht auszuschließen, liebe Zuschauer, dass wir möglicherweise hier einen Trade umsetzen. Wir zeigen unsere Trades transparent, sowohl was die Gewinne und auch was die Verluste betrifft und lernen natürlich zum einen aus unseren Verlust-Trades und natürlich auch aus den Gewinn-Trades möglicherweise auch hier noch mehr Dynamik und auch natürlich besseren Lauf aus dem Markt herauszuschneiden. Also Goldman Sachs bleibt auf jeden Fall für uns ein Kandidat, der technisch bedingt auch hier noch einiges nach oben durchaus leisten kann. Alphabet, der ein oder andere Zuschauer, der hier bei uns börsentäglich mit reinschaut, hatten wir ja schon in diesem Monat soweit gehandelt, war wirklich ein guter Trade gewesen. 588 Euro wurden hier verdient mit einem Zertifikat, was wir gekauft haben, was wir dann geschlossen haben. Das Zertifikat selbst hat 39,2% gemacht und auch hier könnte durchaus auch weiterhin noch diese Dynamik oder diese relative Stärke, das muss man ganz klar sagen, bei den Tech-Werten weiterhin beibehalten werden. Und gelingt es uns, dass wir mit der Alphabet nachhaltig über der $100-Marke drinne bleiben, dann wäre durchaus so ein kleines realistisches Ziel Richtung $110, was wir hier oben ansteuern könnten. Und das sind auf dem Niveau knapp 9% plus bei der Aktie. Und mit einem guten Zertifikat oder konservativen Zertifikat, mit einem Hebel von 3,5 beispielsweise, könnte man also auch hier durchaus roundabout knapp 30-33% plus bei dem Zertifikat machen. Und darum geht es letztendlich im Trading, dass wir natürlich die Chancen versuchen rauszuholen. Klar läuft natürlich nicht jeder Trade ins Plus, aber das CRV, Chance und Risiko, also kleiner Verlusttrade und entsprechend auch gute Gewinne rauszuschneiden. Das ist unser primäres Ziel. Unser Team-Trade-Konto insgesamt, muss man sagen, durch die Volatilität, hält sich so auf der Nulllinie. Da werden wir auch nochmal um 14.15 Uhr näher darauf eingehen. Die volle Transparenz hier bei Heavy Traders, das ist uns persönlich wichtig. Von daher laden wir euch, wie gesagt, alle recht herzlich ein. Das war es erstmal aus charttechnischer Sichtweise. Das dazugehörige Zertifikat zu unserem Team-Trade von Alphabet, was wir bereits schon gehandelt haben, trägt die folgende Wertpapier-Kennnummer: Martha Bertha 0, Emil JK. Und auch hier nochmal, bevor die restlichen Details vorgelesen werden, wir werden diesen Trade noch nicht umsetzen. Der kommt lediglich nochmal auf die Watchlist. Wir werden das Ganze nochmal besprechen und möglicherweise erst um 15.30 Uhr, eine Stunde nach der Wall Street, weil wir hier dann unsere Live-Sendung haben, dann zum Einsatz kommen. Aber ob er zum Einsatz kommt oder auch nicht, das werden wir dann um 14.15 Uhr genauer besprechen. Der Knockout liegt knapp bei 72,26, der Hebel 3,41, der Briefkurs im Moment bei 2,78 Euro und deswegen alle weiteren Details. Wir wollen noch ein bisschen Marktkontext sammeln, wir wollen schauen, wo die vorbörsliche Indikation an der Wall Street sehen, wir wollen schauen, wie der DAX reagiert, wir wollen schauen, wie die Marktteilnehmer insgesamt reagieren und deswegen 14.15 Uhr, da werden wir nochmal tiefer ins Detail gehen. Ihr seid alle soweit recht herzlich eingeladen, Registrierung ist kostenfrei, von daher bleibt auf jeden Fall dran, wir sehen uns dann später um 14.15 Uhr, bleibt dran, wir sehen uns, bis gleich. We'll be right back.